Willkommen hier auf Dresden-Riesa. Ich begrüße euch vom Intercity von der Baureihe 101. Wir waren schon länger nicht mehr im Fernverkehr unterwegs, von daher ist es Zeit, das zu ändern. Und mit diesem wunderschönen Repaint hier, würde ich sagen, starten wir die Fahrt. Wir gehen in den Führerstand und stecken den Fahrtrichtungswender rein. Nämlich so und direkt nach vorne. Türen links auf. Bremsschlüssel aufgesperrt, schließen wir, ziehen wir die Bremse noch mal kurz an, machen uns ein bisschen Licht an. Spitzensignale machen wir auf Abblenden. Machen wir einmal ganz kurz den hier, auch wenn das gerade sehr grell ist. Zugsammelschiene ist an. Zuglichter schalten wir an. So, dann können wir eigentlich das auch schon wieder ausmachen. Drehen wir uns einmal hier nach hinten und gehen mal hier auf Spitzensignale, PZB Zugart O, PZB und LZB an und dann setzen wir uns auch schon wieder. Wir fahren nicht in Sandwich-Formation, gut zu wissen. Gut, dann lösen wir die Bremsen schon mal langsam. Machen die Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. Okay, dann Bremsen vollkommen lösen. Und wir fahren los. So, wir befreien uns direkt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und fahren hier aus Riesa aus. Einmal hier über die Brücke. Die sieht, ja, finde ich ganz schön aus hier in zwei verschiedenen Farben. Ja. So, dann nehmen wir einmal die Leistung runter. AFB-Hebel durchdrücken. AFB an. Und AFB auf hoch. Auf 120 setzen und Leistung aufschalten. Ja, die Lackierung gibt's im Railsim-Forum, glaube ich, zum Download. Die ist auch sehr, sehr schön gemacht, weil wir hier die ganzen Details an der Seite haben. Ne? Die Bremsdetails. Das sieht schon immer ganz hübsch aus. Wir fahren den Intercity, okay, der hat gerade keinen Namen, einfach nur der Intercity Köln-Dresden. Dann ist das halt so. Ja, die letzte Fahrt im Fernverkehr hier im TSW ist schon ein bisschen länger her, ist mir aufgefallen. Wir sind jetzt viel Regionalzüge gefahren in letzter Zeit, viele Güterzüge. Ups. Apropos Güterzüge, da ist zum Beispiel einer 185 von MRCE. Ja, dementsprechend fahren wir jetzt heute mal im Güterverkehr.
Im Fernverkehr mit der 101, in der saßen wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ich finde nach wie vor, die 101 ist eine der besten Loks, die wir haben im TSW. Und die Intercity-Wagen sind natürlich auch wundervoll. Von denen kriegt man auch nicht genug. Ich finde, TSW geht ordentlich in die richtige Richtung, ne? Also Intercity-Wagen, N-Wagen, 103, 110, ICE, verschiedene ICE-Generationen. Das ist langsam. Also, es ist wirklich. Na, man kann halt schon sagen, dass die Variabilität jetzt doch langsam da ist. Während wir hier vorbeifahren an Glaubitz. Was, stabile 40 FPS. Einmal hier am Bahnübergang vorbei. Hier links irgendwelche Felder, an denen wir vorbeifahren. Schön abgetrennt hier durch den Zaun. Hier an diese kleinen Schrebergärten vorbei. Kleiner Bach. Hier links so eine Art Fußweg, ein Wanderweg, ein Fahrradweg vielleicht. Und vorbei am nächsten Bahnhof. Nämlich. Lünkritz. Ah, dann müsste jetzt hier rechts irgendwo die, glaube ich, diese, das Chemiewerk sein, oder? Das dürfte jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu fern sein. Wobei noch nicht jetzt. Aber bald. Was fährt da lang? Ein Zug ohne Lok. Ah, der Zug wird geschoben. Huch. Oh. Ordentlich. Schaleck. Weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Aber sieht das nicht cool aus? Das ist doch schön, ne? Uiuiui. Das sind aber ordentliche Lecks. Was ist denn hier los? Ich lasse mal die FPS da oben eingeblendet. Vielleicht ist das ganz interessant. Übrigens ist das hier auch eine Mod, hier mit dem Display, mit diesem Windows-Display. Fand ich irgendwie ein bisschen besser als so eine leere Ebola. Können sogar schneller fahren. 130.
hier einmal die Überleitstelle. Und ab hier dürfen wir dann 160 fahren. Leistung zurück. AFB hoch. Und Leistung langsam wieder aufschalten. Das drücken wir mal voll durch. Dann halten wir einmal in Dresden-Neustadt und danach in Dresden-Hauptbahnhof. Ja, irgendwie schon länger nicht mehr auf Dresden-Riesa unterwegs gewesen. Ich merke gerade, was das doch für eine schöne Strecke ist. Die ist doch sehr, sehr gut ausgestaltet. Macht richtig Spaß, hier lang zu fahren. Hier einmal auf dem Bahndamm hoch. Beziehungsweise hier auf diese Aufschüttung. Links kommt auch wieder eine Strecke hier hin. Wird hier zusammengeführt. Die hier aus dieser Richtung kommt. Wir sind hier übrigens auf der Fernverkehrsumgehungsstrecke. Ne, hier der Teil. Und dieser Streckenteil hier links, der wird von den Regionalzügen befahren. Aber Güterzüge und Fernverkehr, die fahren hier auf dieser Strecke entlang. Da sind Kühe. Sehr schön. Hier auch schön auf den Landstraßen, dass auch gut Verkehr da zu sehen ist, ne? Hier und da mal ein bisschen Industrie. Da sehen wir halt einen Bauernhof. Da waren irgendwelche Silos. Was mir echt nicht so gefällt, sind die Lecks hier auf der Strecke. So, rund auf die 120. Machen wir das mal mit der E-Bremse. So, 150, 140, oh, okay, da waren wir zu langsam, da hat mich der Geschwindigkeitsprüfabschnitt abgeschossen. Ja, war der hier? Nee. Da. Das ist, glaube ich, der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Nee. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. So. Bremse löst sich. Jawohl, AFB-Halterbremse ist auch gelöst. Und dann können wir weiter.
So, PZB, da leuchtet nichts, also können wir direkt hoch auf die 120. Das Repaint gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn man merkt, dass der Rotton nicht 1 zu 1 identisch ist mit dem Rotton der Intercity-Wagen. Naja, gut, so eine Zwangse muss ja auch mal zwischendurch sein. Oh, was mir immer im Führerstand hier der 101 sehr gefällt, ist hier dieser Mechanismus, dass man erstmal die Entriegelung hier, diese druckertüchtigte Entriegelung lösen muss oder Verriegelung und dann kann man das Fenster aufmachen. Das finde ich schon ganz gut gemacht. Hier auch wieder ein bisschen Land. Also sehr viel landwirtschaftlich genutzte Erde, links und rechts sehr viele Felder. Und ehrlich gesagt, diese Vegetationsobjekte hier irgendwie echt komisch sind. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll. Das hier links auf jeden Fall so eine Art Acker. Das finde ich auch schön da oben. Auf dem Hügel drauf. Man merkt auch ganz gut hier die Kurvenüberhöhung, die eingebaut ist. Das sieht man sogar von hier aus. Positionieren wir uns mal irgendwo hin, wo wir mal den Zug an uns vorbeilassen, vorbeifahren lassen können. Zum Beispiel hier. Hier wieder landwirtschaftlich genutzte Felder. Soll vielleicht so, keine Ahnung, sowas in Richtung Raps? Nee, ne? Gerste? Ich weiß es nicht. So, ab hier dürfen wir dann wieder 140. Hallihallo. Das war, glaube ich, eine 112. Und ab hier sogar 160. Also direkt hoch mit der AFB. Hier eine meiner Lieblingsstellen auf der Strecke, weil wir hier straight durch die Stadt einmal durchfahren, durch diese Ortschaft. Hier zu wohnen ist auch nicht schlecht, oder? Also wenn man so ein Barfanatiker ist, dann ist das schon ganz schön.
15 Kilometer noch. Dann sind wir auch schon in Dresden-Neustadt. So lange dauert das ja gar nicht hier auf der Strecke, auch wenn da recht viele Kilometer sind, die wir hier entlang brausen. Wenn wir halt nicht zwischendurch stoppen, sind wir doch letztlich recht schnell von A nach B gekommen. Ich glaube, ziemlich genau 30 Minuten sind angedacht für das komplette Szenario hier. Und da kommt uns ein Güterzug entgegen. Kesselwagen. Genau 30 Minuten sollte es, glaube ich, insgesamt dauern von Riesa nach Dresden Hauptbahnhof. Bei uns wären es jetzt vielleicht 32, 33 wegen der Zwangsbremsung. Je nachdem, wie viel Puffer da der Fahrplan lässt. Okay, da blinkt was. Wir gehen runter auf die 130. Diesmal lasse ich mich nicht lumpen und nehme da direkt die Zugbremse mit dazu. So, da ist der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. So, diesmal hat es gut geklappt. Und Leistung wieder aufschalten. Ankündigung auf 100. Ne, war das jetzt für uns? Nee. Ich glaube nicht, dass das für uns war. Nein. Habe ich jetzt nicht genau hingeguckt auf die Pfeile. Da fährt, glaube ich, ein Regionalexpress lang. Da links. Ja. Sieht aus wie Dosto. Mhm. Mit einer 143. Sehr schön. Da links wieder Regionalzüge. Jetzt fängt es an. Jetzt haben wir hier halt diese ganzen S-Bahn-Stationen, diese kleineren Haltepunkte. Und da ist natürlich viel los. Finde ich übrigens ganz interessant, dass hier in der Umgebung um Dresden herum halt auf den S-Bahn-Linien Dostos fahren. Während hier bei uns zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist es halt, sind es halt Dostos nur auf den RE-Strecken. Ja, auf den S-Bahnen sind hier in NRW erfährt er die 422er unterwegs, die 423er zum Beispiel im Raum Köln oder halt Flirt 3. Aber die Doppelstockzüge, ne, entweder die roten von der Deutschen Bahn oder die Rhein-Ruhr-Express-Züge, die sind halt eben auf den Regionalexpress-Linien unterwegs. Und hier in Dresden ist anscheinend immer so viel los, dass man selbst auf den S-Bahn-Linien Dostos einsetzt. In Berlin ist das ja, glaube ich, auch der Fall. Nee, gar nicht. Die S-Bahn Berlin, das ist ja nochmal was ganz Eigenständiges. Aber die Regionalexpress-Züge sind dort auch Doppelstockzüge. Ich habe jetzt kurz nur an Berlin gedacht, weil da auch die REs recht schnell und frequentiert halten. Dass man irgendwie schon fast das Gefühl hat, dass die REs da schon, ja, im Grunde genommen S-Bahnen sind. Zumindest um Berlin herum gibt es ja sehr viele Bahnhöfe, gerade um den Hauptbahnhof herum. So, 6 Kilometer noch. Und wir dürfen wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Dann machen wir das auch. Wir wollen es nicht trödeln. Wir sollen ja angeblich in 20 Sekunden da sein. Das halte ich für ein Gerücht. So, hier muss die S-Bahn warten vor dem Signal. Bis da vorne, da der Talent
das Gleis freigegeben hat. Das hat er jetzt auch gemacht. Ein bisschen neblig wird's. So, da steht N. N. Wofür steht wohl das N? Gar keine Ahnung. Aber vielleicht ist ja jemand heimisch hier auf der Strecke und weiß das. Wofür das N hier wohl stehen mag. So, wir können jetzt, glaube ich, ein bisschen ausrollen lassen. In 2 Kilometern müssen wir nämlich 80 fahren. Kann schon mal ein bisschen die E-Bremse reinnehmen. An 2 Kilometern sind wir halt auch schon da. So, da ist die Ankündigung. Da ist ein ICE. So, Bremsen auslösen. Wir wollen jetzt nicht zu langsam werden. Hier gelten die 80. Und Dresden-Neustadt dann in rund 1 Kilometer. Also im Grunde genommen hier hinter diesen Brückenkonstruktionen. Einmal hier durch, drunter her. Und oben wieder raus. Und da ist dann auch schon Neustadt. So, nehmen wir wieder die E-Bremse. Kriegst du sofort. Halt mich an der Haartafel. 210 Meter. Ich weiß gar nicht, welche Zuglänge wir haben. Ich hoffe mal, das passt soweit. Ja. Ja, das passt. Wir sehen es ja hier. Wir sind 202 Meter lang. Man kann einmal ganz kurz hier mal in den Zug rein, damit wir das auch noch gesehen haben. Einmal in die Intercity-Wagen, hier erste Klasse-Abteil. Kann auch hier rein und sie natürlich auch hinsetzen. Das ist schon ganz schön. So, wir sind zu spät und zwar, da müsste es jetzt gleich stehen. Na. Da. 3 Minuten. Na, ein bisschen mehr als 3. So, hinsetzen. Türen zu. Türen sind zu.
Bremsen lösen. Und Leistung aufschalten. Sehr schön. Der muss jetzt auf uns, glaube ich, warten. Sie fahren aus mit 80. Ja, mit 80. Ups, das war ein bisschen zu viel Leistung. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingsstelle. Oh, man sieht fast gar nichts. Schade. Na gut. Hier einmal an dieser Tabakfabrik vorbei. Und dann sind wir jetzt gleich auch schon in Dresden Hauptbahnhof. Das muss bestätigt werden. Jawohl. Wir sind schon unter der Prüfgeschwindigkeit, also alles entspannt. Auch hier nochmal der Vorsignalwiederholer. Bestätigen wir auch. Muss man eigentlich ja nicht bestätigen. Andererseits wurde mir halt schon häufiger gesagt, dass man keine Magnete bestätigt, sondern halt eben Signale. Dementsprechend sind auch eigentlich Vorsignalwiederholer zu bestätigen. Aus einer theoretischen Perspektive. Technisch gesehen nicht unbedingt, weil da halt eben keine Magnete liegen. Also wenn man sie nicht bestätigt, passiert nichts. In der Regel. Aber ich glaube, eigentlich muss man sie halt bestätigen. Das wurde mir zumindest ein paar Mal so in die Kommentare geschrieben. Und das glaube ich dann natürlich auch. Ein Kilometer noch. So. Bestätigen wir, das war nämlich halt zu erwarten mit verkürztem Bremsabstand. So, wir lassen jetzt einfach mal rollen. Da der Rollwiderstand so klein ist aktuell und wir auch keine Steigung haben, schaffen wir locker mit dem Schwung in den Bahnhof einfach rein. Da links fährt eine S-Bahn aus, da steht noch ein Güterzug. So. Bestätigen wir. Und rollen jetzt mal ein bisschen weiter. Bis vor zu dem Signal. Jo, Türvergabe meldet sich auch schon. Und dann kommen wir an mit einer Verspätung von 5 Minuten. So, und das Signal da links ist für uns. Man sieht es da rechts an der Schachbretttafel. Ah, der möchte, dass wir weiterfahren. Ah, das mag ich gar nicht am TSW, wenn der das macht. Weil er möchte, dass man noch diesen einen Meter fährt. Dann machen wir das mal.
So, jetzt aber. Ja, danke für nichts. Schauen uns hier mal um. Da sind 143er abgestellt. Gucken wir, was sonst noch so ein Bahnhof zu finden ist. Sonst nur ein Talent 2 und ein Güterzug fährt hier gerade ein. Ich glaube nur 187. Schauen wir mal. Nee, nur 143. Das finde ich auch mal ein bisschen komisch hier an dem Bahnhof. Ne? Ihr seht das hier, diese Änderung der Witterungsbedingungen. Das ist, glaube ich, vor allem auf Dresden-Riesa der Fall. Gut, wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.